Dieses Bild zeigt Josef Stalin. Einen Stalin, der so gar nicht in das Bild passt, das wir so oft von ihm haben. Das Bild eines brutalen Tyrannen, der mit eiserner Faust regiert und keinerlei Selbstzweifel zu haben scheint. Er wirkt müde, erschöpft und gebrochen. Dieses Bild soll entstanden sein, als Stalin die Nachricht erhielt, dass die Deutschen kurz davor stünden, Kiew zu erobern. Doch zu diesem Zeitpunkt läuft das Unternehmen Barbarossa, also die Invasion Deutschlands in Russland während des Zweiten Weltkrieges, schon seit etwas mehr als einem Monat. Und selbst wenn dieses Bild von einem müden Stalin ungewohnt wirkt, ist seine Reaktion auf den Einmarsch Deutschlands in Russland manchen Quellen zufolge weitaus schlimmer als dieses Bild. Wir sprechen von einem full-blown Meltdown, mentalem Kollaps, einem psychischen Zusammenbruch auf ganzer Linie. Und genau darum soll es auch in diesem Video gehen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was war Stalins Reaktion auf den Beginn von Operation Barbarossa und wie ging er damit um? Denn die Reaktion, wie er damit umging und wie das Ganze endete, hat sehr wahrscheinlich entscheidend zum Kriegsverlauf beigetragen. Mehr noch, wenn diese Quellen stimmen und Stalin wirklich so reagiert hat, wie sie es beschreiben, dann können wir mit Sicherheit sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass Deutschland Russland im Rahmen von Operation Barbarossa erobert hätte, wenn Stalin in diesem Zustand geblieben wäre. Denn Russland hätte mitten im Krieg ein Machtvakuum erhalten. Interne Konflikte wären aufgekommen, wer denn jetzt die Führung übernimmt und Worst-Case-Szenario? Ein totaler Zusammenbruch der Regierung der Sowjetunion. Es soll nicht heißen, dass ein Tod von Stalin bedeutet hätte, dass eine Sowjetunion direkt zusammengebrochen wäre. Ist es ja auch nicht. Aber es ist etwas anderes, einen totalitären Führer zu verlieren, wenn man plötzlich mitten in einem unerwarteten Angriffskrieg ist. Vor allem, wenn es absolut keine Pläne für eine Übergangsregierung gab und an der Front eine Niederlage nach der anderen reinfliegt. Wenn das wirklich so gekommen wäre, hieße das im Umkehrschluss, dass für die Deutschen keine ressourcenverschlingende Ostfront entstanden wäre, die jahrelang umkämpft war. Die Alliierten hätten die Sowjetunion nicht an ihrer Seite gehabt, die Deutschen deutlich mehr Ressourcen für die Westfront und der Krieg hätte eine ganz andere Richtung einschlagen können. Was genau passierte also mit Stalin in diesen kritischen Momenten, welche die Weltgeschichte in entscheidende Bahnen gelenkt haben? Zeit, dass wir uns das Ganze etwas genauer anschauen und Stück für Stück durchgehen. Okay, wie gewohnt gehen wir zuerst einmal das Grundwissen durch. Da viele von euch in Deutschland leben und auch in der Schweiz und Österreich der Zweite Weltkrieg gut behandelt wird, denke ich, die meisten von euch bringen das nötige Grundwissen mit. Trotzdem gehe ich es kurz durch, was Operation Barbarossa war für diejenigen, die in der Schule noch nicht an diesem Punkt waren oder schlicht kein Interesse hatten und das Ganze nicht genau einordnen können. Oder aber für diejenigen, die das nochmal auffrischen wollen und vielleicht einige Dinge hören, die sie noch nicht wussten. Für alle anderen, die gleich zum Hauptthema dieses Videos wollen, einfach unten an den Timestamps orientieren, da kommt ihr dann gleich zum Juicy Stuff. Also, der Deckname Operation bzw. Unternehmen Barbarossa war der Angriffskrieg, der geplant wurde von den Deutschen gegen die Sowjetunion. Eigentlich hatten beide Seiten ja einen Nicht-Angriffspakt abgeschlossen, als Deutschland in Polen einmarschieren wollte. Sie hatten sich basically Polen aufgeteilt wie eine Pizza, bei der man sagt, okay Bro, dieser Teil gehört mir, du kriegst diese Slices. Dafür, wenn ich mir diese Slices einfach nehme, naja, mischst du dich nicht ein. Oder noch einfacher, ey Digga, schau mal, ich tu dir nichts, du tust mir nichts und wir machen beide unser Ding. Ich muss wahrscheinlich keinem jetzt erklären, keine der beiden Seiten dachte sich, dass dieser Nicht-Angriffspakt ewig halten würde. Beide wussten, dass irgendwann zwangsläufig der Krieg kommen wird. Das Problem für die Sowjetunion war nur, das Dritte Reich war nicht nur kriegsbereit und mobilisiert, sie befanden sich sogar schon aktiv im Krieg. Die Sowjetunion hingegen war noch lange nicht fertig mit Vorbereitungen für einen Krieg. Am 21. Juni 1941, also einen Tag vor der Invasion, wurde die offizielle Kriegserklärung Deutschlands an die Sowjetunion erstellt. Nicht übergeben, erstellt. Einen Tag später, also am gleichen Tag, als die Invasion begann, wurde die Kriegserklärung dem sowjetischen Botschafter in Berlin übergeben. Sprich, Stalin wusste immer noch nichts davon. Natürlich kann man nicht einfach riesige Armeen an der Grenze ansammeln und einen Krieg vorbereiten, ohne dass es zumindest irgendwem auffällt. Ist ja logisch. Viele ranghohe Mitglieder der Politik, des Militärs, des Geheimdienstes sollen Tagen und Wochen vor dem Einmarsch der Deutschen Stalin gewarnt haben. Doch vielen Quellen zufolge wollte Stalin es schlicht und einfach nicht wahrhaben.
Er verließ sich einfach auf den Nichtangriffspakt. Dadurch dürfte das Ganze ihn schwer überrascht haben. Da die Kriegserklärung auch so perfekt getimt war und erst am Tag der Invasion in Berlin übergeben wurde, dauerte es eben, wie gesagt, eine Weile, bis Stalin diese Nachricht bekam. Wie sehr es ihn überraschte, als er es schließlich bekam und wie die ersten paar Tage abliefen, naja, genau auf diese Frage gehen wir jetzt genauer ein, nachdem wir das Basiswissen geklärt haben. Es ist der 22. Juni 1941. Operation Barbarossa und damit auch die Invasion Deutschlands in der Sowjetunion haben begonnen. Als Stalin erste Nachrichten über einen Angriff erreichen, aber er noch keine offizielle Kriegserklärung hat, soll er versucht haben, das Ganze kleinzureden. Obwohl er schon seit Wochen gewarnt wurde. Damit wir uns nochmal richtig verstehen. Ja, dass Deutschland und die Sowjetunion irgendwann im Krieg sein würden, das war allen klar. Das Problem an den ganzen Warnungen und auch wahrscheinlich eines der Gründe, wieso Stalin sie nicht so ernst nahm, war, dass sie unterschiedlicher Meinung waren, wenn es darum ging, wann die Invasion beginnen wird. Außerdem darf man nicht vergessen, die Deutschen kämpften schon an einer Westfront. Es ist wahrscheinlich, dass Stalin kaum damit rechnete, dass Deutschland einen Angriff starten würde, bevor sie zumindest die Briten nicht ausgenockt haben, so dass sie nicht unnötig eine weitere Front in Russland eröffnen. Naja, zumindest im schlimmsten Fall habe ich ein paar Monate Zeit, bevor Deutschland die Augen nach Russland richtet. Und selbst wenn sie die Briten in 2, 3, 4, 5 Monaten ausnocken, würde Deutschland natürlich trotzdem nicht im Winter angreifen. Napoleon kann ein Lied darüber singen. Aber ihr seht, es ist sehr wahrscheinlich, dass selbst im schlimmsten Fall aus Stalins Sicht noch mindestens ein halbes bis ein Dreivierteljahr Zeit wäre, um sich vorzubereiten und zu mobilisieren. Aufgrund all dieser Annahmen soll er geglaubt haben, als ihn die ersten Nachrichten über Angriffe von deutschen Soldaten und Panzern und Flugzeugen und erreichten, dass die Angriffe auf sowjetischem Boden wahrscheinlich eine Gruppe von abtrünnigen deutschen Offizieren wäre. Also kleine Gruppen, die selbstständig Angriffe gestartet hatten, die eine Reaktion provozieren wollten, um einen Krieg zu starten. Aber nichts, was offiziell von der Regierung Deutschland abgesegnet wäre oder etwas, womit die Sowjetunion nicht fertig werden würde. Im Verlauf des Tages wurde aber klar, das sind keine kleinen Splittergruppen der Wehrmacht, die selbstständig agieren. Das ist eine groß angelegte Invasion in vollem Ausmaß. Deutschland hatte der Sowjetunion wirklich den Krieg erklärt. Und schlimmer noch, die unerwarteten Sowjets waren vollkommen überfordert. Die Deutschen rückten an allen Fronten über zig Kilometer vor. Die Verteidigungslinien der Sowjets hielten kaum Stand und jeder Widerstand brach zusammen. Kommunikation und Koordination innerhalb der Truppen an der Front war nur sehr sporadisch verfügbar. Es herrschte absolutes Chaos. Als wäre das alles nicht schlimm genug, hatte Stalin auch während der großen Säuberung viele der fähigsten Offiziere hinrichten lassen, wodurch seine erfahrenen Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg, vorne an der Front in Führungspositionen fehlten. Aber es kam noch nicht zu diesem psychischen Zusammenbruch. Stalin, wahrscheinlich schäumend vor Wut, gab den Befehl, überall anzugreifen, wo die Deutschen eingedrungen waren, und die Deutschen zurückzuschlagen, bestenfalls komplett auszulöschen. Und ja, das klingt cool und alles, wenn man diesen Befehl rumbrüllt. Greift an allen Fronten an! Erobert unser Gebiet zurück! Vernichtet sie! Nur mit der Realität an der Front hatte das absolut nichts zu tun. Das komplette Chaos, die fehlende Koordination, die Deutschen, die die Verteidigungslinien der Sowjets praktisch überrannten, machten einen Angriff, wie Stalin ihn befohlen hatte, zu einem Selbstmordkommando. Und das wussten auch viele der Offiziere. Das Problem war nur, viele der Offiziere erinnerten sich nur zu gut daran, wie viele Offiziere während der großen Säuberung verschwunden waren. Aus Angst, dass mit ihnen Ähnliches geschehen würde, aufgrund von Befehlsverweigerungen, gaben sie den Befehl zum Angriff. Und damit wurde das ganze Desaster an der Front nur noch größer. In den folgenden Tagen scheinen Stalin und die Führungselite um ihn herum stundenlang in seinem Büro geplant und gearbeitet zu haben, um eine Verteidigung aufzubauen. Was aber Stalin brechen ließ, war der Fall von Minsk am 28. Juni 1941. Fast eine Woche nach der Invasion hatten die Deutschen mit der Eroberung von Minsk über 300.000 sowjetische Gefangene gemacht, über 3.000 Panzer erbeutet, neben fast 2.000 Artilleriegeschützen von den Sowjets. Es war ein absolutes Horrorszenario. Und als wäre das bereits nicht alles eine absolute Katastrophe, hatten sie mit der Eroberung von Minsk praktisch die Kontrolle über einen geografisch wichtigen Standort erlangt, mit einer direkten Straßenverbindung nach Moskau. Und hier soll es zum psychischen Zusammenbruch Stalins gekommen sein.
Als am 28. Juli die Nachricht ankommt, dass Minsk gefallen ist, ist Stalin am Ende seiner Kräfte. Er hatte an diesem Punkt schon sehr viele Nächte durchgearbeitet. Mit jedem Tag steigt die Verzweiflung und die Deutschen feiern ununterbrochen Siege. Die Situation der Sowjets scheint nicht nur düster, es erscheint hoffnungslos. Jeder Kampf, jeder Versuch des Widerstandes, jede Aktion bringt nur Niederlagen hervor. Als dann besagte Nachricht aus Minsk ankommt, scheint Stalin einen mentalen Zusammenbruch zu haben. In dieser Nacht soll Stalin sein Büro verlassen haben, um nach Hause zu gehen. Seinem damaligen engsten Vertrauten Wjatoslaw Molotow zufolge wirkte Stalin an diesem Tag desorientiert und verwirrt. Mehrere Anwesende berichten später, dass er an diesem Abend des Falls von Minsk, als er sein Büro verließ, noch gesagt haben soll: Alles ist verloren, ich gebe auf. Lenin hat unseren Staat gegründet und wir haben alles kaputt gemacht und gefickt. Und tatsächlich scheint er hier alles aufgegeben zu haben. Denn am nächsten Tag war Stalin nirgends zu finden. Er tauchte nicht im Kreml und in seinem Büro auf. Während die Sowjetunion in einer absoluten Krisensituation war und kurz vor dem Zusammenbruch stand, traute sich niemand nach ihm zu sehen. Stalin war mehr als bekannt für seine impulsiven Launen und gerade jetzt, in der wohl größten Krise der Geschichte der Sowjetunion, war er wahrscheinlich etwas unberechenbarer. Sie fanden jedoch bald heraus, dass er sich in seinem Wohnsitz eingesperrt zu haben schien. Doch auf Anrufe reagierte er nicht. Hinzugehen traute sich auch niemand. Für 2 Tage scheint es, als ob die Sowjetunion keinen klaren Anführer gehabt zu haben scheint. In der wohl denkbar katastrophalsten Lage, in der das passieren könnte. Denn die Deutschen rückten weiterhin an allen Fronten vor. Natürlich hätte jemand in der Theorie die Befehlsgewalt an sich reißen können und zumindest für die Überbrückung während der Abwesenheit Stalins das Kommando übernehmen. Nur das traute sich niemand. Erneut, die Angst vor Stalin war gewaltig. Selbst Molotow, der zu diesem Zeitpunkt als Stalins rechte Hand angesehen werden kann, hatte nicht den Mut, irgendwelche Befehle zu unterschreiben. Die Sowjetunion war mit einer Invasion gewaltigem Ausmaßes konfrontiert, aber niemand unternahm etwas. Schließlich führte kein Weg mehr daran vorbei. Molotow und die anderen Führungsmitglieder begaben sich zu Stalins Anwesen. Und was sie da sahen, war ein gebrochener Mann. Ein Stalin, der Angst hatte. Dement Voroschilow, der ebenfalls vor Ort war, schrieb dazu später, dass Stalins Gesicht von Angst geprägt gewesen sei und er an seinem Schreibtisch saß, als sie reinkamen. Er beschreibt auch, dass Stalin aussah, als hätte er in den letzten 2 Tagen kaum geschlafen, nichts gegessen und nicht einmal seine Kleider gewechselt. Die genauen Worte variieren je nach Beschreibung der Person. Doch im Großen und Ganzen ist die Tendenz in etwa, dass Stalin die Anwesenden gefragt hat, warum sie gekommen seien und ob sie hier wären, um ihn hinrichten zu lassen. Es soll Molotow gewesen sein, der das Wort ergriff und zu Stalin meinte, sie seien gekommen, damit sie ihn überreden, zurückzukommen und die Führung zu übernehmen. Jetzt wird es etwas kitschig, aber Stalin soll zuerst überrascht gewesen sein und dann gefragt haben, ob sie denken, dass er diesen Erwartungen gerecht werden kann, ob sie ihm das zutrauen, die Sowjetunion wieder zu retten. Erst nachdem sie ihn überzeugt hatten, dass sie ihm die Führung zutrauen, soll ihn langsam wieder Zuversicht gepackt haben. Und daraufhin kehrte er wieder in den Kreml zurück, bereit, den Deutschen die Stirn zu bieten. Den Rest der Geschichte müssen wir jetzt nicht aufrollen und ihr solltet es ja im Großen und Ganzen kennen. Aber ja, es scheint, als hätte Josef Stalin knapp eine Woche nach Beginn von Operation Barbarossa nach der Nachricht um den Fall von Minsk einen mentalen Zusammenbruch gehabt, der am 28. Juli 1941 begann. Und 2 Tage lang ging, bis er schließlich wieder zurückkehrte und die Führung übernahm. Innerhalb weniger Jahre sollten aber fast all diese Leute, die diesen Moment miterlebt hatten, von Stalins innerem Zirkel herausfallen. Lavrenti Beria, der damalige Oberhaupt von Stalins Geheimdienst, schrieb später dazu: Wir waren Zeugen von einem Moment der Schwäche und dafür wird er uns niemals vergeben. Denn sie hatten gesehen, wie der eiserne Stalin kurz davor war, alles aufzugeben. Die Sowjetunion schien verloren, doch er kam zurück. Doch ist das die ganze Geschichte? Einige Historiker haben in Frage gestellt, ob dieses Ereignis wirklich stattgefunden hat. Es gibt vor allem 2 Kritikpunkte. Der erste Punkt führt als Argument, dass das Ereignis so gar nicht wirklich passiert wäre. Dass es nur eine Übertreibung sei, dass es vor allem von Leuten breitgetreten wurde, die nach Stalins Tod ihre eigene Macht festigen wollten, mit dem Ziel, Stalin schwach werden zu lassen. Die 2. Kritik räumt zwar ein, dass etwas in dieser Art passiert ist, aber dass Stalin nicht wirklich einen Zusammenbruch hatte, sondern das Ganze Teil eines kalkulierten Plans von Stalin war, um zu sehen, wer ihm loyal bleiben würde, um die Unloyalen später zu bestrafen. Gehen wir mal beide Punkte kurz durch. 1. Kritikpunkt:
Das Ganze ist so nicht wirklich passiert und die Beschreibungen dazu sind übertrieben. Dazu muss man sagen, wir haben eine recht gute Übersicht über die erste Woche nach Beginn von Operation Barbarossa und dem Einmarsch der deutschen Truppen. Denn durch Stalins sehr große Vorsicht und Sicherheitsvorkehrungen wissen wir genau, wer wann in seinem Büro rein und raus ging, da sich alle eintragen mussten. Wir haben nach Ausbruch des Krieges in den ersten Tagen praktisch ständig ranghohe Offiziere und Staatsangehörige, die Stunden um Stunden in Stalins Büro verbracht zu haben scheinen und ewig lange gearbeitet haben. Diese Aufzeichnungen geben uns einen sehr großen Hinweis darauf, dass zumindest etwas in diesen Tagen passiert ist, in denen Stalin seinen Zusammenbruch gehabt haben soll. Denn am 28. Juni ist für 2 Tage im Grunde kaum mehr jemand eingetragen, der rein oder rausgeht. Was die Beschreibung von vielen Leuten im innersten Zirkel von Stalin bestätigt, dass er ab diesem Datum nicht mehr im Büro war und niemand ihn erreichte. Auch gibt es zwar einige wenige in seinem innersten Zirkel, die dem widersprechen, aber sie werden dennoch deutlich überwogen von den Stimmen, die sagen, er hätte einen Zusammenbruch gehabt. Sprich, dass Stalin einen psychischen Zusammenbruch hatte oder zumindest völlig aufgab und überfordert war, scheint mit großer Wahrscheinlichkeit zu stimmen. Und was ist mit dem zweiten Kritikpunkt? Also, dass das alles von Stalin nur ein perfider Plan war. Dass er nämlich testen wollte, wer von seinem innersten Zirkel loyal bleibt und ihm die Treue hält, um zu sehen, wer versucht, die Macht zu übernehmen. Das hört man zwar auch immer wieder mal, aber ganz ehrlich, diesen Punkt raff ich nicht. Denn diese Theorie scheint für mich völlig fernab von der Realität und etwas, das man einfach nur in den Raum wirft, nur damit man eine Theorie hat, die dagegen spricht. Denn das ist kein kleines Dinner, bei dem man einen kleinen Prank durchzieht, um zu schauen, welcher Bro deinen Rücken hat. Die Sowjetunion war am Abgrund des Kollapses. Jede Stunde ohne Führung oder Koordination vergrößerte das Risiko, dass die sowieso schon überrollten und überforderten Sowjets noch schwerere Verluste einstecken würden. Insbesondere, da aufgrund der Blitzkriegsstrategie der Deutschen wenige Tage schon von massiver strategischer Wichtigkeit sein konnten. Schlimmer noch, die Deutschen hatten soeben, wie Stalin erfahren hatte, Minsk erobert und hatten eine direkte Straße nach Moskau. Und ich raff nicht ganz, woher die Annahme kommt. Ah ja, Stalin dachte, jetzt ist der Zeitpunkt, die sowieso schon katastrophale der Lage der Sowjetunion 2 Tage lang sich selbst zu überlassen, um mal kurz rauszufinden, wer meinen Rücken hat. Like, ja, Stalin war ein manipulatives und sadistisches Monster, der von nichts zurückschreckte. Aber dennoch war die Situation aktuell, dude, die Sowjetunion steht am Abgrund eines Kollapses. Ich meine, wenn Leute sich gegen ihn erhoben hätten und die Macht an sich gerissen hätten, nach Stalins wohl größter Niederlage, was wäre dann der nächste Step gewesen in Stalins Augen? Was, wenn daraus ein interner Machtkampf entstehen würde? All das, während die Deutschen gerade Minsk eingenommen haben und eine Free Road to Moskau zu haben scheinen. Dann zu riskieren, in dieser kompletten Krise einen Machtkampf loszukicken, damit selbst das bisschen Führung und Koordination, das noch wackelig irgendwo steht, auch noch zusammenbricht, ist halt eine völlig wilde Theorie, die ich persönlich schlicht und einfach nicht raffe. Also ja, dass Stalin ein manipulatives Monster war, nochmal steht außer Frage. Aber Stalin war auch kein Idiot, der einfach random, unabhängig von Situationen und Konsequenzen, seine Spielchen machte. Ja, vielleicht hat er es hier und da, aber nicht während der größten Krise der Geschichte der Sowjetunion. Der Dude wusste in der Regel genau, welche Risiken er abzuwägen hatte. Und in dieser spezifischen Situation musste man nicht einmal ein vorausplanender Meisterstratege sein, um die Risiken hier abzuwägen. Selbst ein Besoffener, der versucht, seine Schuhe als Handschuhe zu benutzen, könnte wahrscheinlich sagen, ja, die Deutschen haben direkten Zugang zu unserer Hauptstadt bekommen. Sie nehmen uns gerade auseinander. Wir sind in der größten Krise unserer Nation. Wenn wir verlieren, bin ich der Erste, der hingerichtet wird. Führung ist sowieso gerade in einer Krise und jetzt noch interne Machtkämpfe und schlimmstenfalls ein Bürgerkrieg und ich wäre komplett am Arsch. Egal wie dieser Machtkampf endet. Vielleicht ist jetzt gerade nicht der beste Zeitpunkt für irgendwelche Manipulationsspielchen. Also ja, darüber wie schwer der psychische Kollaps von Stalin war, da kann man diskutieren. Man könnte sogar sagen, ja, waren doch nur 2 Tage. Ich würde zwar anführen, dass 2 Tage alles andere als wenig Zeit sind und gerade diese spezifischen Tage besonders kritisch waren, aber ey, kann man unterschiedlich sehen. Aber dass Stalin diese Situation als irgendwelche Mindgames ausnutzt, naja, halte ich für so einen random Punkt, der so hart keinen Sinn macht. Das wollte ich einfach mal ganz kurz ein bisschen ausführen, weil dieser Punkt mich so oft verwirrt.
Aber auch abseits von diesen beiden Theorien, wie auch immer man es betrachtet. Es ist schwer abzustreiten, dass wenn diese zwei Tage anders abgelaufen wären, die Weltgeschichte wahrscheinlich in völlig andere Bahnen gelenkt worden wäre. Denn es ist die Geschichte von einem Mann, der für seine eiskalte Härte und Gnadenlosigkeit bekannt war und nie zu zögern schien, aber letztlich doch zusammenbrach. Nur um sich dann wieder aufzuraffen, um mit noch grausamerer Härte zurückzukehren und die Führung über eine Nation zu übernehmen, die neben der USA zur zweitmächtigsten Nation der Welt werden würde für viele Jahrzehnte. Und damit beenden wir auch unsere Geschichtsanekdote für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die nächsten Tage lade ich noch ein paar Shorts hoch, die mit diesem Thema bzw. Operation Barbarossa generell verknüpft sind und behandle ein paar kleinere, unbekanntere Anekdoten dazu. Wenn ihr da Bock drauf habt, freue ich mich, wenn ihr zuschaut. Und wie immer nach so ellenlangen Videos, die recht viel Zeit fressen, freue ich mich natürlich wie immer über Likes, Kommentare, Abos, bla 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 bla. Ihr kennt das Ganze. In diesem Sinne, ich labere euch jetzt nicht mehr weiter zu und wünsche euch einen schönen Tag. Cheers!